Diese Notizen hat der Missionar während seiner Zeit in Paititi niedergeschrieben, am Aufbewahrungsort der Schatulle. Sie beschreiben ein Netz von unterirdischen Tunneln, die von Paititi bis hierher führen. Lopez hat auf Basis seiner Funde Berechnungen zu Überlandreisen angestellt und deshalb auch seine Reise in der Mission des heiligen Johannes beendet. Er wollte in den Katakomben nicht nur die Schatulle verstecken, er hat diese Höhlen gesucht. Eine Tür verziert mit Maya-Symbolen. Das muss mein Ziel sein. Er ist uralt, viel älter als alle anderen in der Gegend. Diese Symbole, das muss einen Hinweis geben, welches das Richtige ist. Ha!
kommt runter. Ich muss hier weg. Diese Platte kontrolliert wohl die Stacheln. Es muss einen Weg geben, diese Tore zu öffnen. Es muss einen Weg geben, diese Tore zu öffnen. Es muss einen Weg geben, diese Tore zu öffnen. Es gibt bestimmt einen Weg, diese Tore zu öffnen. Diese Symbole. Es muss einen Hinweis geben, welches das Richtige ist. Ich komme nicht hin. Noch nicht. Es muss einen Weg geben, diese Tore zu öffnen. Es muss einen Weg geben, diese Tore zu öffnen. Es muss einen Weg geben, diese Tore zu öffnen. Es gibt bestimmt einen Weg, diese Tore zu öffnen. Es gibt bestimmt einen Weg, diese Tore zu öffnen. Es gibt bestimmt einen Weg, diese Tore zu öffnen.
Es gibt bestimmt einen Weg, diese Tore zu öffnen. Noch ein Symbol. Die Sache wird interessant. Es muss Hinweise in der Nähe geben, wie man die mittlere Tür öffnen kann. Ach, noch eine blockierte Tür. Dafür muss es irgendwo eine Lösung geben. Es muss Hinweise in der Nähe geben, wie man die mittlere Tür öffnen kann. Die Decke kommt runter. Ich muss hier weg. Ach, noch eine blockierte Tür. Dafür muss es irgendwo eine Lösung geben. Diese Tore müssen sich öffnen lassen. Es gibt bestimmt einen Weg, diese Tore zu öffnen. Diese Symbole. Es muss einen Hinweis geben, welches das Richtige ist.
Der Weg führt tiefer in den Tempel. Dorthin gehe ich also. Unglaublich. Das ist Chikik, die Blutjungfer. Sie hat die Schatulle erschaffen und die Axil. Die Statue ist unvollständig. Man kann die Einzelteile sicher umpositionieren. Mal sehen, wohin sie führen. Die Front der Statue muss sich irgendwie steuern lassen. Thank you.
Arm und Bein links sind in Position. Jetzt kann ich durch die Tür gehen.
Eine Art Tor. Die Axilrüstungen, sie haben sie wohl nicht mehr gebraucht. Aber wo? Sie haben es geschafft. Sie sind okay. Hört mal alle her. Den Jaxir geht's gut. Sie haben die Rückkehr zum Himmel vollzogen. Die Rückkehr zum Himmel? Genau so heißt es. Die Göttin Shikik hat neben der Schatulle und dem Schlüssel auch die Jaxil erschaffen, um beides zu bewachen. Jetzt, da sie ihre Pflicht erfüllt haben, sind sie nach Hause zurückgekehrt. Die Jaxil dienten ehrenhaft. Ihre Belohnung ist die Rückkehr zu ihrer Mutter. Lara, ist da ein Bogengang? Aus Silber? Ja, laut einem Fresko ist er die Tür zu einer anderen Ebene. Und jetzt ist sie für immer verschlossen. Das deckt sich mit Marianas Vision. Alle Lücken sind gefüllt. Sehr gut. Ich komme zurück. Lara, leb wohl. Lara, du bist zurück. Danke. Du hast deine Pflicht gegenüber den Jaxil erfüllt. Was jetzt? Der Kult in Paititi ist besiegt. Meine Arbeit als Beschützerin ist getan. Uchu wird Etzlis Militärberater. Und ich kann die Welt draußen erkunden und den adoptierten Ländern dienen, wie meine himmlischen Schwestern es getan haben. Zum Glück haben wir dich. Die Jaxil sind also zu Hause. Dann ist jetzt alles gut, oder? Sehr gut sogar. Und was ist mit dir, Lara? Hast du irgendwelche Zukunftspläne? Son muy talentosos. Creo que será difícil.